Und damit Servus und herzlich willkommen hier bei Mars 90. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben hier eine weitere Folge von dem M plus 15 Commentary und sind hier in den blutigen Tiefen und ich wieder mit meinem Frostmagi unterwegs. Habe euch ja schon mal ein Video gezeigt. Ich muss aber sagen, die M plus hier ist tatsächlich noch vor der anderen M plus gewesen. Das war tatsächlich die erste M15 mit dem Magier. Und die hatten auch noch eine ziemlich schreckliche Woche. Und zwar bebend und Wutanfall und tyrannisch. Also es war wirklich eklig. Ihr habt jetzt gesehen hier, ich bin Vettier, ich habe den Anima-Käfig aufgemacht, der Tank hat einen sehr großen Pull gemacht am Anfang, um gerade hier sehr viele Stacks halt mitzuziehen in den Käfig rein, damit man halt diesen Buff bekommt, den ihr dort oben seht, der auf 8-fach gestackt ist und noch 2 Minuten hält, der uns halt mehr Schaden im Insgesamten bringt. Ihr seht hier schon, meine Weak Aura springt hier durchgehend an, dass ich doch bitte aufhören soll zu casten oder nicht. Wie gesagt, war eine schreckliche, wirklich schreckliche ID, gerade mit Magier und gerade wenn ich den in letzter Zeit nicht gerade viel gespielt habe, weil ich ja wirklich sehr viel auf meinem Paladin unterwegs bin, aber es ging dann tatsächlich noch. Auch hier haben wir wieder wunderbare Mates dabei und zwar wie vorher, wie bei der anderen Ini auch schon, unseren Tank Thorin, der das Ganze sehr, sehr geil macht. Dann haben wir Dragarash dabei, das ist die Lia, wer sie nicht kennt, bei mir aus dem Chat, sehr, eine der besten Schamanheilerinnen, die ich kenne und mit der ich laufen darf, sehr geil immer. Dann hatten wir den Druaki wieder mit dabei, der auch schon in der anderen Instanz mit war. Und einen Random Krieger hatten wir mitgenommen. Und ja, das geht auf jeden Fall ganz gut, macht auf jeden Fall ordentlich Spaß. Wie ihr seht, wir kuscheln hier schon sehr schön mit Beben, dann natürlich überhaupt nicht schön, aber es ging. Ansonsten, blutige Tiefen finde ich eine meiner Lieblingsinstanzen überhaupt, gerade mit Magier. Hier habe ich zwar ziemlich verkackt, weil, ja gut, war nicht drin. Gerade die Woche mit den Affixen habe ich wirklich, wirklich ziemlich verkackt. Ansonsten ist das nämlich hier eine Ini, wo ich mit dem Frostmagier richtig gut performen kann, weil die Trashpacks eigentlich immer sehr schön nacheinander kommen, in einer sehr guten Größe sind und man da eigentlich immer ein, zwei Orbs reinhämmern kann und dadurch halt um einiges mehr Schaden. Wie ihr seht, hier war meine Weak Aura in grün, ich hätte gar nicht abbrechen müssen, hab's aber abgebrochen. Während ich lerne gerade noch ein bisschen mit der Weak Aura zu spielen, ich habe die erst ein paar Tage drauf gehabt und automatisch irgendwie, es ploppt auf, ich brech ab. Das war noch irgendwie so automatisch drin. Ne, hier, ihr seht, ich kann da stehen bleiben, die ist grün geworden. Deswegen, manchmal geht's, manchmal nicht. Wie wir sehen, der Krieger, der hat auf jeden Fall ordentlich Spaß. Hat auch ordentlich Damage am Reindrücken. Aber wie gesagt, gerade diese Gruppen sind für mich als Frostmage eigentlich auch ultra geil. Und die machen eigentlich ultra Spaß. Da man hier richtig ordentlich zünden kann. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts Großartiges, Schlimmes. Die Trashpacks tun ein bisschen weh. Man sollte das vollgefressen immer wieder unterbrechen. Also da sollten auch wirklich alle irgendwo mit dran denken oder mal so einen Massenunterbrecher reinhauen. Demon Hunter, Chaos oder Chaos Nova oder sowas halt, ne? Sollte man schon machen, weil ansonsten werden die immer größer und für den Tank halt immer heftiger und immer heftiger. Hier haben wir jetzt mein typisches, ich treffe einmal Sprite in der Ini, das muss halt einfach sein. Wir müssen uns schon überlegen, was für Season 2 wir da Ganzes machen. Für den Affix, der da kommt, da muss ich mir irgendwann einfallen lassen, dass ich da auch meinen Running Gag für die Instanz habe. Ansonsten haben wir jetzt hier das letzte Trashpack vom Boss erledigt und kümmern uns um den großen Dicken. Hier sei gesagt, ich stehe viel zu weit vorne. Hätte eigentlich um einiges mehr nach hinten gehen müssen, um eben gleich die Kugeln anzufangen, beziehungsweise dass man länger Zeit hat zum Boss. Ich spiele ja auch noch beim Magier noch nicht mit der Rune, hier haben wir tatsächlich noch Fluss des Beschwörers an, was mir auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Damage wegnimmt. Ich hätte einiges mehr Damage haben können in der Instanz, aber gut. Wie gesagt, warum hier weit weg vom Boss als Caster? Erstens, trennendes Schmettern. Wir kriegen den Schaden weniger. Und zweitens, diese Kugeln, die hier aus einem rauskommen, die
wollen so weit weg vom Boss, wie es nur geht, damit man die am... Für jede Kugel, die man reingeht, kriegt der gesamte Gruppe Schaden. Man muss die auslösen, weil ansonsten wird der Boss geheilt oder beziehungsweise macht der Boss mehr Schaden. Das heißt, man will die so weit weg, wie es geht und eben genug Zeit zu haben. Man kann eine auslösen, der Heiler heilt hoch, man löst die nächste aus, der Heiler hoch, man löst die nächste aus. Das ist halt einfach, so ist es am schönsten gespielt. Deswegen auch hier wieder, ich war viel zu nah dran. Unsere gute Charmian-Hellerin hat es aber wunderbar hinbekommen. War ein bisschen knapp jetzt noch zum Schluss hin, aber es ging auf jeden Fall. So, und damit liegt dann auch der Boss dann endlich jetzt, ja, eventuell. Der bleibt ziemlich lange auf 1% hocken. Und dann haben wir den auch. Wie gesagt, hier Single Target leider nicht so gut performt mit meinem Magier, muss ich sagen. Auch die Runen und etc. Ich hätte einiges mehr Schaden dabei haben können. Dann haben wir jetzt hier die Trash-Gruppe. Hier ist auch immer wieder wichtig, den Strahl vom Druiden rein oder ähnliches unterbrechen, so oft wie es geht. Ansonsten kann die Sehnenqual gerade auf höheren Keys schon ziemlich wehtun. Deswegen da immer drauf achten, wenn ihr unterbrechen könnt, dann unterbrecht. Dann haben wir hier die Kammerwache, die war mal ein bisschen härter. Die hat mal so den Debuff, den die gleich macht, wo unter zwei Spielern der Boden aufleuchtet. Hier oder unter drei jetzt gerade. Das ging vorher mal auf alle Spieler, jetzt nicht mehr auf alle. Bisschen entschärft, sag ich mal. Ansonsten recht easy machbar. Man muss halt mal ein bisschen laufen. Aber ansonsten ist es wirklich easy machbar. Die Kammerwache macht nichts. Dann kommen wir zu dem ersten oder zu einem Trashpack, der halt ein bisschen übeler dann wird. Und zwar der Oberaufseher, der muss recht schnell sterben. Der kann nämlich recht nervig werden und recht eklig wehtun. Der macht nicht nur einmal die Schattenentladung, die so Schaden macht, sondern halt auch einen Brief nach vorne. Und was noch viel schlimmer ist, diese Schreckensbindung, wo man dann einmal die Ketten auslösen muss, beziehungsweise einmal von den Ketten weglaufen muss. Gerade wenn dann sowas wie bebend ist, kann er schon mal ziemlich in die Hose gehen. Man war jetzt gerade ganz knapp davor, dass der Tank halt in mich reingelaufen war. So, jetzt hatte ich auch vorhin den Anima-Käfig nicht ausgelöst, hätte ich machen sollen. Jetzt löse ich ihn hier aus. Auch wenn wir Magier hier zuschauen, wie ihr seht, ich benutze hier leider noch viel zu selten meine CDs, die Spiegelbilder, ähnliches. Die kann man hier ruhig und gerne mal reinhauen. Das sollte man nicht vergessen. Spart nicht an euren CDs. Die sind dafür da, um genutzt zu werden. Und das ist wie mit den Kondomen. Ihr kauft sie auch nicht, damit sie liegen bleiben, oder? Und das solltet ihr hier auch mit CDs machen. Benutzt sie, benutzt sie, benutzt sie. Außer ihr wisst natürlich, es kommt irgendwas Großes, wofür ihr es braucht. Aber ich benutze hier tatsächlich die Spiegelbilder immer nur beim Boss. Und das ist definitiv ein Fehler. Sollte man nicht machen. So, jetzt geht's links rein, machen die Trash-Gruppe da links fertig, einfach nur wegen Prozente, weil wir jetzt gleich dann nochmal einen Skip machen. Aber es geht wunderbar. Hauen wir hier kurz alles runter und danach geht's direkt ins Pride-chen und danach ins Invisible. Pride hauen wir hier mal schnell runter. Ich stehe hier ziemlich dumm, muss man sagen, denn außen läuft die Kammerwache vorbei. Problem ist, man kann die recht schnell hier reinpullen, da sollte man wirklich drauf achten, wenn man so steht. Ich habe es dann auch gemerkt, bin ein bisschen weiter rüber gelatscht. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man nicht zu weit an dem Eingang dann steht, wenn man die hier drin macht, dass man dann nicht eben die Kammerwache pullt. Generell lohnt sich es halt auch, den Trashpack, wenn man den machen möchte, draußen zu machen. So, Unsichtbarkeit an und dann wird einmal die Gruppe hier geskippt. Wie gesagt, der Oberaufseher ist ziemlich eklig. Zweitens, die Gruppe hier ist ebenfalls echt eklig. Auch die möchte man, wenn es geht, skippen, weil die ist wirklich, die kann doof sein. Mit den weglaufenden Viechern plus Wudernfall, also dass der Trash dann noch ab einer gewissen Prozentzahl des Lebens um einiges mehr Schaden macht, ist wirklich nicht geil bei der Gruppe. Deswegen gehen wir jetzt hier und machen am Ring ziemlich viel Clear. Hier hatten wir dann, glaube ich, irgendwann mal einen leichten Fehlpull gehabt, der uns auch leider, glaube ich, das Leben gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir haben dann uns eher hier drum gekümmert, den Trash hier zu machen. Hier ist ganz wichtig, immer
die gezackten Fesseln zu unterbrechen, und zwar von dem tiefen Wächter ist das, glaube ich, ne, genau. Der tiefen Wächter, den sollte man immer die gezackten Ketten, das sollte man unterbrechen, weil die machen echt mies Schaden, muss halt einfach nicht sein. So, dann haben wir hier die nächste Gruppe. Er zieht sie zurück zum Anima-Käfig, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen oder richtig im Kopf hatte, dass wir auch hier nochmal den Anima-Käfig benutzen. Ist natürlich recht schwer, mit den Viechern hier den Anima-Käfig zu nutzen, da die eben diese Lache drunter legen, und ja, das ist schon, die dann noch wirklich da rumzuziehen, da reinzuziehen, dass man den Debuff kriegt, schwer. Haben wir geschafft, wir haben auf jeden Fall einen Buff bekommen, bei dem einen hatten wir vorhin keinen Buff bekommen, von der jetzt auch nicht, die war einfach zu weit weg, aber gut, wie gesagt, diesen Anima-Käfig zu benutzen ist echt schwer. Dann haben wir hier die nächste Kammerwache, da hinten kommt aber auch die nächste Trash-Gruppe schon, das heißt, man muss aufpassen, mich hat natürlich hier wieder das Bebend erwischt. Wie gesagt, ich mag die Wache gar nicht als krasse, ne? Da ist mit meinem Parler ist mir die sowas von egal, aber gut. So, dann nehmen wir auch gleich nochmal die Part mit. Blizzard rein nicht vergessen und dann die Kugel rein und dann können wir auch schon Gas geben mit Let's AOE. Ja, vom Schaden hier stehe ich hier tatsächlich mit der Blutigen Tiefen. Ich hätte um einiges mehr Schaden machen können. Aber die Blutigen Tiefen sind in Sachen für einen Frostmagier halt wirklich sehr schön. Die laufe ich da sehr, sehr, sehr gerne, weil wir hier sehr gut performen können. Ähnlich wie, wenn ich es richtig im Kopf habe, nekrotische Schneise. Nekrotische Schneise können wir auch als Frostmagier wirklich sehr gut performen und viel Schaden rausholen. Natürlich, wir werden nie den Burst-Schaden haben einer Eule oder eines Feuermagiers. Aber der durchgehende Schaden ist nicht zu verachten. Wir bringen gute Utilities mit als Frostmagier. Da waren es auch wieder die gezackten Fesseln. Unterbrechen, wichtig. Erleichtert euch halt einfach das Leben. Ansonsten haben wir dann jetzt hier die letzten Trash-Packs in dem Gang. Danach kommt ja gar nicht mal mehr so viel, wenn man dann unten mit Boss spielt. Dann hat man oben nochmal zwei Trash-Packs. Plus halt diesen langen Gang mit dem Boss, den man dann hochläuft. Und dann war es das ja auch schon mit der Ini. Gerade da ist es halt wirklich wichtig, gerade wenn man den Tank kennt, der Tank kennt einen selber vielleicht auch, dass man weiß, wo was wie wo pullen, dass dann die DDs auch richtig schön Schaden fangen können. Wir rennen jetzt hier nochmal einmal zurück, um noch mehr Trash mitzunehmen, weil wir einfach noch die Prozente brauchen, da wir ja unten geskippt haben. Ich glaube, wir haben uns dann einmal kurz ein bisschen vertan, was wie wo, denn ja, wir hätten auch gleich am Anfang nochmal umdrehen können und mitnehmen können, den Trashpack. Und hier haben wir dann nämlich jetzt ein bisschen Bullshit gehabt. Und zwar ist bei der Trash-Gruppe, die er gepult hat, kommt jetzt gleich noch die Putt mit drauf. Und wir haben so den Weg nach hinten ein bisschen zu, da die Fläche dort liegt und mussten dort stehen bleiben, weil er wollte wahrscheinlich gerade noch weiter nach hinten ziehen. Jetzt haben wir nämlich Pride ziemlich weit vorne. Und zu Pride bekommen wir dann jetzt gleich, glaube ich, dann halt noch die Trash-Gruppe ab oder so. Irgendwie sowas war das. Genau, da hinten kommt schon die Trash-Gruppe. Er kann schlecht nach hinten gehen. Wir haben noch sehr viele Mobs dort übrig. Dann kommt auch noch, wie gesagt, die Gruppe da hinten dazu. War halt einfach ein legit Fehlpull oder wir haben uns so ein bisschen verhaspelt. Aber auch nichts weiter Schlimmes, sag ich mal so. Das passiert. Es ist nichts Schlimmes. Versuchen dann noch so viel Mobs down zu kriegen, wie geht. Eigentlich hätten wir Pride fokussieren müssen, aber keine Chance bei so vielen anderen Mobs. Deswegen kippen jetzt auch nach und nach gerade eben die Leute um. Können wir auch oder kann man auch ablegen oder hätte man schneller einfach ablegen können. Wir haben es hier gut gemacht und zwar wurde unsere Schamanin direkt vorher noch mit einem Battle Rats positioniert, sodass sie aufstehen kann und uns dann retzen kann. So haben wir keinen großartigen Zeitverlust und können uns direkt wieder um Pride kümmern, beziehungsweise um unsere Prozente. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Genau, sie haut noch ab. Sie hat noch schnell bebend gehabt. Haut sie noch schnell mit ab. Und weiter geht's. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ne? Ein Fehlpull, beziehungsweise mal kurzes Sterben oder so. Kann immer passieren, ist nicht schlimm. Was will man machen? Aufstehen und weitermachen.
So, und weiter geht's. Wir nehmen dann das Pride wieder mit. Und ja, machen es fertig. Wir sind jetzt dabei 64%. Wir brauchen noch 3%, glaube ich, bevor wir runtergehen können. Wir gehen jetzt mit dem Pride an den Boss. Wie gesagt, auch Pride hätten wir wahrscheinlich viel lieber weiter oben gehabt, dass wir jetzt gar nicht so viel Pride verlieren auf den Boss. Aber, mein Gott. Und dann kann ich immer jede Ini im Imperfecto laufen. Und das geht nicht. So, hier gehen wir jetzt schön, startet man links. Dann geht man rechts rüber, um eben nicht von den Kugeln getroffen zu werden. Und dann ist hier eigentlich das Allerwichtigste bei dem Boss, wenn das Ad spawnt, zack, aufs Ad wechseln. Und dann wird das Ad auch ziemlich schnell kalt gemacht. Und dann wieder links rüber, wenn die Kugel vorbei ist. Und eigentlich jetzt wieder rechts rüber. Und dann kann man schön in Ruhe weiter den Boss spielen. Ich hätte jetzt hier tatsächlich, wo ich diese Fähigkeit abbekommen habe, die mit Iceblock wegmachen können. Wäre um einiges weniger zu tun gewesen für die Heilerin. Aber gut, habe ich ja nicht gemacht. Und dann wieder links rüber und wieder rechts rüber. Ein Ad ist noch da. Das Ad spielt man noch mit, auf jeden Fall. Man weiß nie, was passiert. Wichtig, das Ad halt definitiv noch zu nuken, bevor man irgendwelche Probleme bekommt. Und dann einfach nur noch stur auf den Boss drauf knüppeln und ihn weghauen. Und dann liegt er auch. Und siehst du, ich habe mir auch noch schön die zweite Kugel schnell selber entfluchen. Na, falls ihr mal als Magier, Schaman oder sonst was halt drin stehen bleibt, ist es jetzt nicht der größte Beinbruch. Dann einfach selber entfluchen, auf dass der Heiler euch nicht großartig heilen muss. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Trash, bevor wir runtergehen können. Wie gesagt, ich glaube 69, man sieht es unten rechts in dem Video. Meine Weak Aura, die da steht, zwischendurch sieht man sie mal 69%, bevor man runterspringen soll. Sehr gute Weak Aura, wer da noch was zu haben will, einfach in die Kommentare reinschreiben. Dann nehmen wir uns noch die letzte Trash-Gruppe dort und das müsste dann vom Trash her auch reichen. Auch hier wieder diese zwei Zornviecher dabei, wo man aufpassen muss. Die halt die Pfützen halt drunter legen. Die kann man unterbrechen, Dauerstunnen. Dann hat man nichts, dann hat man keinerlei Probleme mit denen. Ist jetzt aber auch nicht gerade schwierig. Die kann man auch einfach AOE-mäßig downhauen. Ansonsten können die Trashpacks hier großartig nichts. Das nächste oder die nächsten zwei Trashpacks, die noch kommen, sind da schon wieder ein bisschen heikler, gerade das letzte normale Trashpack hier vor dem Spießrutenlauf ist recht hart. So, uns fehlen noch 0,04%, deswegen machen wir die zwei da noch tatsächlich. Ja, ob es jetzt vom Trash her zu viel war, zu schnell war, zu langsam war, ich weiß gar nicht, warum der da hinten jetzt noch eine gepult hat, ich glaube. Ach nee, wir skippen ja auch, glaube ich, sogar nochmal. Deswegen nehmen wir hier so viel Trash mit. Man kann es machen. Ne? Das ist halt die Routen, wie die Tanks sie für sich ausmachen. Da gibt es schöne Routen, schlechte Routen. Schön zu spielende, schnell zu spielende, aber dafür vielleicht nicht ganz angenehme Routen. Das kommt halt immer ganz auf den eigenen Gruppengeschmack an, wie man hier laufen möchte. Ansonsten haben wir dann noch die nächste Trash-Gruppe hier mit dem ultimativen Krieger. Aber der Krieger hat wirklich ordentlich Gas gegeben, hat wirklich Spaß gemacht mit dem. Fury Krieger, der halt ordentlich einen wegdrückt. So, jetzt sind wir auf 74% und er nimmt noch mehr mit. Da wir, wie gesagt, hinten nochmal einen großen Skip machen. Okay, die Kammerwache kommt da leider nicht, die wird nicht groß. Es kommt auch immer drauf an, das ist ja immer random, welche Kammerwache da aufsteigt, beziehungsweise welche man benutzen kann, welche nicht. Da sind wieder die gezackten Fesseln vom Tiefenwächter, ganz wichtig, unterbrechen. Ansonsten lassen wir hier mal der Druide ihren freien Lauf mit ihren 20k DPS, auf dass er ein wenig ausrasten kann, bis er wieder einrastet. Dann sind wir jetzt bei 75, 76, 7er. Gleich 78% müssten wir jetzt haben, ne? Genau, 78, 30 und dann gehen wir runter. No, wir sind alle einmal schön ins Falsche reingelaufen. Alle einmal zu früh. Gehen wir doch mal ins nächste rein.
Und dann haben wir da auch noch unsere 2-3 Trashies. 5 Trash-Mobs insgesamt unten nochmal vor dem Boss. Er zieht sie alle schön zusammen, auf dass wir sie weg AOEen können. Und dann kommt auch nochmal ein richtig interessanter Boss, der eigentlich sehr schön zu spielen ist. Gerade auch als Magier finde ich den tatsächlich, deswegen bin ich mit Magier wirklich sehr, sehr, sehr gerne hier drin. Wir können gerade wie auch Paladin als Magier die Kugeln liegen lassen für andere Leute, da wir sie mit Eisblock oder ähnlichem halt zweimal wegnehmen können. Also wir können zweimal die Phase mit dem Magier skippen, was man halt auch tun sollte. Wir haben jetzt hier zu Pride noch die anderen 2 Trash-Mobs hinzugenommen, um die halt nebenbei ein bisschen wegzukleben, dass wir halt den Pride-Buff für den Boss bekommen. Gerade Tyrannische Woche, Boss hat mehrere Leben. Da sollte man sich doch schon alles mitnehmen für den Boss, was es so gibt und geht. Die 2 Trash-Mobs zuerst eben, oder beziehungsweise hauptsächlich eben ein bisschen mit runterhauen und dann halt Pride runterhauen. Vor allem, man kann auch die Heiler hier, die Pride vielleicht gar nicht kennen, man kann Pride halt wirklich Heilung reinballern bis zum geht nicht mehr, denn danach mit dem Buff regeneriert man Mana. Das ist dann auch nochmal sehr easy. Und ran geht's an den Boss. Und zwar, wie gesagt, was ich als Magier halt echt feuer ist, wir können's ja halt einfach mit Eisblock zweimal nacheinander sehr gut den anderen Leuten die Kugeln lassen und gut ist. Ich habe hier sogar tatsächlich noch eine eingesammelt und habe gemerkt, okay, wir haben ein doofes Standing gerade am Start. Ich nehme doch nur eine Kugel und gehe dann in den Eisblock. Und beim nächsten habe ich mir dann direkt gedacht, gut, bleibe ich stehen, lassen wir die Lab lieber machen. Auch hier bin ich tatsächlich ein bisschen doof. Für diese Phase kann man sich sehr gut die gefrorene Kugel aufheben, dass man eben die ganze Zeit die Eislanzen hat und gar nicht casten muss. Dann hat man hier überhaupt gar keinen Verlust durchs Moven. Ansonsten spiele ich halt mit den dreimal Eisschollen, was dann auch keinerlei Probleme ist. So, die gehen jetzt wieder Kugeln sammeln. Ich lasse denen die Kugeln halt einfach komplett offen. Hab meinen zweiten Eisblock wieder ready. Geh schnell rein, geh schnell raus und kann weiter Schaden machen. Ohne großartige Verluste. Ohne dass ich moven musste oder halt, dass die anderen genügend Kugel hatten. Hier bin ich jetzt viel zu spät losgelaufen. War natürlich recht dumm. Hab noch einen Battle Reds bekommen. Und da war einfach mein Fehler. Das war einfach definitiv mein Fehler. Da bin ich wirklich zu spät gelaufen. So, jetzt haben wir die nächsten Kugeln. Hier kann ich dann jetzt allerdings nichts machen. Hier muss ich Kugeln sammeln. Denn den dritten Eisblock haben wir nicht. Wir haben nur 2 Eisblöcke, die wir für den einen Kampf nehmen können. Und sollte man auch vielleicht tun. Hier laufen, auch zwischendurch mal wieder einen Healpot reinschmeißen. Man hört auch hier, das war mein Fehler, ich hätte zumindest einfach die ganze Zeit Eislanze spammen können. Wenn schon ich keine eisige Scholle aktiv habe oder sonst was, dann Eislanze, 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 Eislanze beim Laufen. Man will nicht nichts tun. Deswegen immer irgendetwas casten. Da kommen die nächsten Kugeln, braucht man nicht mehr. Boss ist tot. So, hier werden dann die 2 echt fiesen, mega fiesen Mob-Gruppen. Die skippen wir jetzt dann aber. Oder beziehungsweise wir machen noch die erste Mob-Gruppe machen wir. Die zweite skippen wir dann. Und das ist dann völlig okay. Hier, die ist ganz gut. Die kann man schön in der Tür machen. Kann man richtig, richtig schön weg AOEen. Auch wie gesagt, für Magier wieder eine sehr geile Gruppe, da die hier schön stehen und man schön seinen Blizzard setzen kann, schön precasten kann. Der Krieger hat hier definitiv auch seinen Spaß. Auch hier war ich, glaube ich, wieder der am geringsten Gegierte. Ich war hier drin mit 213er GS, der Krieger war so rund 224, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Druide 223. Das heißt, ich habe mich hier ganz gut geschlagen, möchte ich mal behaupten. Und hier tun wir jetzt skippen. Der Rest packt alles hier seinen Invis-Pot aus. Beziehungsweise ich gehe in Unsichtbarkeit rein. Tank guckt auch nochmal nach, ob wirklich alle durchgekommen sind ohne Probleme. Das hat geklappt. Wunderbar. Und dann geht's in den Spießroutenlauf. Und hier kann man halt, hier kommt es wirklich darauf an, wie pullt der Tank? Weiß man, wie der Tank pullt?
Wenn ja, wenn man weiß, wie der Tank pullt, dann kannst du hier als Frostmagier richtig Spaß haben. Also wirklich richtig, richtig, richtig Spaß haben. Hätte ich gewusst, dass er die zwei Gruppen zusammennimmt, hätte ich den Blizzard viel besser platzieren können, hätte den zweiten Orb viel schneller drin gehabt und hätte nicht so viele Eislanzen stacken müssen, wie ich dann tatsächlich gestackt habe. Ich hätte drei Orbs mit Sicherheit hier reinsetzen können und wäre auf jeden Fall bei um einiges mehr Schaden gewesen. Aber gut, wenn man nicht weiß, wie der Tank hier läuft, dann geht man halt auf Nummer sicher, beziehungsweise legt so hin, wie man es denkt, dass es passt. Ansonsten geht man dann jetzt hier Main-Target-mäßig auf die Generälin drauf, dass sie dann schön weiter moved und der Spießroutenlauf weitergeht. Und da geht er auch weiter unterwegs, machen wir noch schön den Gargon platt unter dem Boden gleich. Dann haben wir da noch einen Anima-Käfig, den ich hier noch schnell mitmache oder beziehungsweise noch aktiviere. Da hätte ich jetzt auch schon eigentlich vorher die Kugel zumindest reinlegen können, auf dass ich mehr eisige Fingerprox schon vorher hätte, beziehungsweise der Blizzard schon wieder den Orb runterpackt. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und dann hier auch direkt schon mal den nächsten Blizzard eigentlich hätte setzen können, weil er da die Gruppe pullt und das eigentlich ziemlich klar ist, dass er die Gruppe pullt, weil man die auch noch in dem Käfig drin haben möchte. Da hätte ich dann auch schon viel schneller wieder den Orb ready haben können, den reinsetzen können und dadurch um einiges mehr Schaden fahren können. Aber man kann ja nicht immer. Und da ist auch dann die Generälin dann wieder platt und wir laufen zur nächsten Gruppe. Wo wir dann noch einmal mit der Generälin zu tun haben, bevor wir sie dann als Endboss haben. So, auch hier wieder den Blizzard reinsetzen. Gucken, dass die Orb schön runtergeht, dass wir sie wieder schnellstens einsetzen können und unsere eisige Fingerprox in den Himmel gehen. Weil das ist das, womit wir einfach hauptsächlich unseren Schaden fahren. Deswegen bin ich auch im Medium einfach immer auf eisige Fingerprox, weil sie halt einfach mächtigsten Schaden verursachen. So, die Generälen haben wir dann jetzt gleich auch wieder einen Gang weitergeschickt. Haben hier noch einmal die Dunkelbö, wo wir uns reinstellen müssen. Und zwar genau mit Bebend. War natürlich jetzt total ungeil, dass wir dann auch mit Bebend noch da reingegangen sind. Hier auch noch ein paar Tipps für die Palas, für die Frostmagier. Geht raus, setzt das Beben nicht mit in die Kuppel, sondern nimmt einen Eisblock, nimmt sonst irgendwas und ja, geht so irgendwie der Fähigkeit aus dem Weg, weil fünf Mann mit Bebend irgendwie in dieser Kuppel drin, ist sehr ungeil, schmeckt einfach dem Heiler überhaupt nicht. Und wenn man es aus irgendwie andersweitig machen kann, dann sollte man es schon andersweitig doch tun. Ansonsten haben wir dann jetzt hier die vorletzte Trash-Gruppe. Ich war nicht weit genug gemoved von der Kammerwache, von dem Leuchtenden drunter und habe einmal den wunderbar abbekommen. So, dann fällt der. Dann haben wir 99,73%. Dann machen wir jetzt noch die letzte Gruppe dort. Kann man auch wieder, ist auch eine sehr schöne Gruppe, wo man eigentlich locker zwei Orbs drin versenken kann. Je nachdem, wie schnell die natürlich von den anderen Mitgliedern liegt. Aber hier kann man seine 12, 13 DPS als Frostmagier durchgehend fahren. Und das ist das eben, was ich meine. Der Feuermagier oder der Druide, die können hier ihre 20k in so Gruppen fahren, gar kein Problem. Aber auch nur immer jede Minute, beziehungsweise jede zweite Minute, Combustion halt oder sowas. Wir haben eigentlich als Frostmagier für jede Gruppe, egal wie schnell die nacheinander kommt, unsere Sachen ready und können durchgehend immer diese 12, 13 K DPS fahren. Gerade wenn ich jetzt hier auch mit Rune gespielt hätte, mir die Rune gelegt hätte, etc., wäre nochmal um einiges mehr Schaden drin gewesen. Das heißt, Frostmagier sind gar nicht so unnützlich. So, Parade haben wir besiegt, der Parade Buff haben wir und dann geht's auf zum letzten Boss und ein bisschen Schaden fahren. Hier wird Kampfrausch gezogen. Und auf geht die wilde Party, Trinket ziehen und dann wird da Matsche gemacht. Hier muss man einfach nur aufpassen, dass man, auch ich hätte hier viel weiter von Anfang an in die Ecke gehen können, um eben ihr Anstürmen viel weiter zu spreaden, dass da nicht so das Problem ist. Ansonsten kann man sich schon schön am Rand von dieser Fläche stellen, dass wenn sie ausgelöst wird, man nur noch mal kurz links, rechts laufen muss, dass da nichts passiert.
schön weit außen in die Kuppe stellen, damit man sieht, falls doch Beben kommt, damit man als Magier oder sowas schnell rauslaufen kann und Eisblock zünden kann. Auch wie gesagt, hier wieder schön weit außen stehen, schnell rübermoven, wenn ausgelöst ist und dann wieder auf Position gehen. Auch hier, wie gesagt, ich hätte viel weiter links unten außen stehen können. So wäre viel mehr Platz gewesen. Jetzt laufe ich erst weiter runter, was natürlich doof ist. Dass jetzt auch da die Fläche kommt, mal wieder ran musste. Aber da einfach schon außen stehen, tut nicht weh. Tut eher nicht weh, ne? Da kommt die Dunkelbö. Ich habe hier immer mein Problem mit ranblinzeln, weil ich immer Angst habe, da runter zu blinzeln. Auch wenn das gar nicht funktioniert, aber man macht es eben, ne? Ansonsten kommen wir hier noch ein paar Mal den Strahl, den man einfach dodgen kann. Gar kein Problem. Nächster Orb ist ready. Worauf wir wieder ein bisschen lose damatschen können. Paktfähigkeit ist auch gerade wieder am ready werden. Das heißt, nach der Orb kommt dann direkt die Paktfähigkeit. Hoffentlich, wenn ich dran gedacht habe. Genau, da kommt der Spiegel der Qual. Und dann können wir damit auch nochmal weiter Damage fahren. An der guten Generälin. Da kommt dann wieder die Dunkelbö. Schön wieder außen am Rand stehend für den Fall der Fälle, dass da doch nochmal ein Beben kommt, aber kam nicht und damit ist sie auch down gewesen und der 15er war plus 2 in Time. Das war dann der erste plus 15er, den ich mit meinem Magier geschafft hat, überhaupt der erste in Shadowlands. Wie gesagt, bin sehr spät eingestiegen, habe am Anfang keine Lust gehabt auf ein Plus und habe mir dann gedacht, okay doch, jetzt machen wir's. Der war sehr schön gelaufen, wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, vom Schaden her muss ich mich gar nicht so sehr verstecken. 213er GS. 5,1k durchschnittliche DPS in der Dungeon und gar nicht so weit abgeschlagen für den GS, muss ich sagen, war das völlig legitim, was ich dort gemacht habe. Sogar noch einen schönen Ring dann jetzt hier, wie man sieht, mal bekommen von der guten Dragarash. Und das war's dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Sache noch dazu haben wollt oder wissen wollt für die nächsten Videos, dann schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare, falls da irgendwas Explizites ist, worauf ich eingehen soll. Ansonsten wünsche ich euch hier noch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und damit Servus und Ade.